Hallo und herzlich willkommen, liebe Lara Croft-Freunde. Mein Name ist Sirius und jetzt geht's auch schon wieder weiter. Wer hätte das gedacht? Wir sind am Strand angelangt, vor dieser traumhaften Kulisse aus, gestrandeten Schiffen. So, Lara, tut hier der Arm ein bisschen weh. Ich stehe auf einem Panzer im Übrigen. Wer hätte das gedacht? Woo! Was macht die da? Aber anscheinend kann man das Ding nicht einsteigen. So, ich war gerade dabei, ein bisschen noch die Gegend zu erkunden, falls ihr das letzte Video nicht von gestern nicht gesehen haben solltet. Dann natürlich wie immer Schande über euch, ihr untreuen Zuschauerschweine. Zuschauerschweine darf man, glaube ich, nicht zu seinen Zuschauern sagen. Bin mir nicht ganz sicher, vielleicht ist es aber auch erlaubt, also. Die ungefähr sinnloseste Rutsche der Welt hier. Wofür ist das gut? Kann ich damit irgendwas anderes machen? Ding vielleicht? Nee. Hier wird mir mal gesagt, wenn ich das aufmachen will, da fehlt mir irgendwie Ausrüstung für. Ich guck mal einmal auf die Minikarte. Ist aber auch wirklich nicht hier viel, ne? Das ist ein kleines, globes Gebiet. Das ist das Grab, in das ich noch nicht reinkomme. Das Dokument habe ich schon gefunden. Hatte ich nicht irgendwie sowas, wodurch ich hier mehr oder verbessert sehen konnte oder wie sowas? Na, vielleicht muss ich auch erstmal meine Aufgabe erledigen. Das weiß ich gerade nicht so genau. Ah, da hinten ist auf jeden Fall... Ein kleines Schweinchen läuft hier irgendwo rum. Und wir haben noch eine Kiste zu füllen. Yeah. Hey, hau ab, Schwein. So, wie war das beim letzten Mal? Da hatte ich irgendwas gesagt, ich versuche da hinten irgendwelche Teile zu besorgen von der Tagelage, sagt man das so? Also von dem Schiff irgendwelche Teile. Schweinchen! Das sind ganz, ganz schön liebe Wildschweine, oder? Ich habe immer gedacht, Wildschweine wären so böse. Ups. Anzünden. Ich weiß gar nicht, wofür ich das alles noch sammle. Also ich will... vielleicht wird der Endboss oder der Endmech, wie ich auch schon mal sage. Furchtbar, furchtbar hardcore schwer noch. Das weiß ich natürlich jetzt nicht. Aber ansonsten würde ich sagen, bin ich schon absolut gut ausgerüstet. Bleib stehen! Bleiben Sie stehen! Heben Sie die Scheren hoch! Bleiben Sie stehen! Ich habe Sie gewarnt. Errungenschaft freigeschaltet! Krabbenkrieg! Ich glaub's nicht! Das wollte ich nicht! Ich wollte eigentlich nur einen Warmschuss abgeben. Oh, guck mal, ich kann die Krabbe plündern. Yeah, voll geplündert. Kann man hier eigentlich so frei rumschwimmen, rumlaufen oder sowas? Haben wir sie schon mal schwimmen sehen? Nee, oder? Aber zumindest können wir sie ein bisschen nass machen. So. Einmal gedöppt. Dann treibt irgendwie so eine Boje. Was wollte ich eigentlich überhaupt hier? Keine Ahnung. Eine Krabbe erschießen. Das sieht aus wie so eine alte Mine. Wahrscheinlich explodiere ich jetzt. Nein, ist stillgelegt. Ah, ich lasse die anderen Krabben liegen. Wobei, 10 EP. Bringt das was, wenn ich hier irgendwo... Gibt es auch Möwenkrieg? Die hat sich direkt in Luft aufgelöst. Also für eine tote Möwe gibt es nichts. Lasst euch das schon mal gesagt sein. Ah, guck mal. Da bin ich sogar dran vorbeigelaufen. Geocoaches. Geocaches. Ist ja kein Coach, Entschuldigung. Geocache. Und warum wird jetzt hier nichts angezeigt? Ah ne, muss ich aus den Hügel machen, ne? Oder wie war es nochmal? So ein Grab machen. Und hier ist ein auch ein Boot. Guck mal, wieder nichts, ne? Rätsel 1, 2, 3. Vorne ist auch ein so ein Ding für Seil. Na, keine Ahnung. Keine Ahnung. Weiter geht's. Hinter meckert noch einer, ich hätte die Zeit vertrödelt. So, da sind die. Hier bin ich. Aus dem Weg, Möwe. Uah, weit, weit, weit. Hat aber nochmal gepasst.
Ich erwarte immer hier irgendwas so was Episches zu sehen oder so. Ihr auch? Keine Ahnung. Welche Seite muss ich rauf? Die andere, die hier. So, rauf, Mädchen. Zacki, zack. Wir haben hier keine Zeit. Die anderen Let's Player sind alle schon viel weiter. Aber ich glaube, das stimmt, glaube ich. Ich glaube, Sarazar ist ungefähr so da, wo ich bin, oder? Kann das sein? Ich weiß nicht. Und alle anderen kann man so oder so nicht gucken. Entschuldigung. Wahnsinn. Portugiesisch. Über 100 Jahre alt. Was hat sie jetzt gesagt? Portugiesisch oder was? Wer zum Teufel sind die? Die scheinen Kanonen zu haben. Keine Ahnung, lass mich nachdenken. Keine Funksprüche sind. Hat die Knarre eigentlich... Ich wollte eigentlich was mit dem Schalldämpfer erschießen. Hä? Ach, ich habe keine Munition. Deshalb wie... Pass auf, ich mach's unauffällig. Ja, das habe ich wieder sehr, sehr stealth-like gemacht, muss ich sagen. Hallo, ihr lieben Totenschädel. Ganz unauffällig habe ich mich hier bewegt und... keiner hat bemerkt, dass ich näher gekommen bin, oder? Das bisschen Geballer, das hat doch keiner gehört. Tadam, tadam. Wieso habe ich auf einmal keine Munition? Man hat doch sonst immer 2 Milliarden Kugeln und sowas. Ey, mir ein paar Tote plündern. Ausladen. Ah. Knarre ist leer, ne? Was eine Knarre. Die ist eh viel zu groß für dich. Geheimnisvoll, geheimnisvoll. Kann man auch nochmal zurückklettern oder was? Und da irgendwas? Weiß ich noch nicht. Hier geht's auf jeden Fall rauf. Ist ja mal netterweise weiß gestrichen. Ah ne, um die Ecke rum. Wird einem auch schon so ein bisschen durch so einen Kameraschwenk angezeigt. Und rüber. Yep. Geht doch. Und da sagen so viele von euch immer, Frauen sind nur zum Kochen da. Macht die Lara, zeigt doch das absolute Gegenteil. Unterballern oder was? Oh. Ja, 100 Jahre altes Schiff. Mach's ruhig noch kaputter. Guck mal, sie zuckt wieder. Ja, Screenshots zucken. War ich zu langsam. War ich zu langsam. Gibt es hier noch irgendwas zu entdecken? Was meint ihr? Doch bestimmt, oder? Das ist doch hier nicht so umsonst so einladend wie bei der Titanic. Ich kann jetzt leider das Titanic-Lied nicht. Okay, sie hampelt auch ein bisschen dabei, muss ich sagen, oder? Halt mal ein bisschen still, Lara. Wofür soll das jetzt hier gut gewesen sein? Kann ich da noch drüber hüpfen? Nö. Das ist nur Show. Oder gibt's da unten irgendwas? Dieser... Ja, das wäre jetzt cool gewesen, wenn jetzt noch hier was versteckt gewesen wäre. Ist vielleicht auch nur, ich hab's nicht gesehen. Dann, ja. Dann verratet mir auch nicht. Dann will ich's auch gar nicht wissen. Ja, ja. Oh. Komm her, guck raus, guck raus, guck raus. Idiot. Irgendjemand mal Pistolenkugeln dabei oder was? Dadam, dadam. Irgendwas anderes hier noch? Irgendwo da so?
Oh, hier wieder so eine Szene mit Abspringen. Oh, geschafft, ohne zu sterben. Habt ihr das bemerkt? Ach, guck mal, oben auf dem Container. Oben auf dem Container hier war auch eine Kiste drauf, so eine Bergungskiste. Ich laufe mal hier zu dem, wie heißt der dicke Typ mit den tätowierten Armen? Zum Joey hier, oder was weiß ich. Danke. Was ist? Alex müsste längst zurück sein. Dr. Whitman! Dr. Whitman traue ich eh nicht. Hilfe! Wie viele sind es? Ich weiß nicht. Sind sie verletzt? Ich habe keinen gesehen. Ich habe sie wohl verschreckt. Ich bin meilenweit gerannt. Und kaum ins Schwitzen geraten. Ich bin wohl fitter, als ich dachte. Sie hätten sie ja zu uns führen können. Genauso wie im Palast. Was? So war das nicht, Lara. Sie packten mich, als du Sam geholt hast. Was zur Hölle meint er? Sie sagten, nur dann würden sie dich und die anderen am Leben lassen. Ich wollte dich warnen. Wir haben keine Zeit dafür. Keine Ahnung, was ihr beide für ein Problem habt. Und ehrlich gesagt ist es mir auch völlig egal. Ich wollte sie nur... Hey, noch ein Wort und ich schwöre bei Gott, ihre Zähne machen Bekanntschaft mit meiner Faust. Stopp. Wenn wir uns selbst bekämpfen, dann verlieren wir. Stimmt. Und deshalb wird das auch nicht passieren, okay? Ich sehe nach Alex. Wo war das Werkzeug? Im Maschinenraum. Aber er kann auf sich selbst aufpassen, Lara. Schön. Dann sind wir ja bald zurück. Zickenkrieg. Der Typ hat ja nicht mal die Haare schön wie Lara. Lara, warte. Wow. Nimm den Bogen. Oh Gott, ich liebe dich, Mann. Gefunden und für dich aufbewahrt. Oh Gott, ich liebe dich. Der hat Kraft. Ich schätze, der kann alles durchbohren. Danke, Jonah. Ja. Danke, Jonah. Du bist unser Freund. Compound-Bogen und Waffe modifizieren. Recurver-Bogen zu Compound-Bogen. Alle bisherigen Upgrades bleiben aktiv. Yeah, baby. Yeah. Oh, wie geil. Endlich der Bogen. Ich hab wirklich nicht gedacht, dass der Bogen nochmal upgraded wird. Seil, Pfeile. Feuerpfeile habe ich ja. Napalmpfeile. Was soll ich hier machen? Was meint ihr? Napalmpfeile, das ist ja Napalmpfeile. Also, oh mein Gott. Oder hier, Schaden erhöhen. Ich mach mal Schaden erhöhen. Bäm. Hab ich noch irgendwas? Nee, ich hab nicht mehr genug. Jetzt muss ich erstmal wieder ein bisschen sammeln gehen. Okay. Boah, hab ich jetzt einen Monsterbogen dabei? Ich pack's Lara, nicht. Die Endurance liegt auf der anderen Seite dieser Klippen. Wahrscheinlich kannst du den neuen Bogen auf dem Weg gut brauchen. Vielleicht über die Felsen bei dem Dock. Irgendwelche Anzeichen von den Plünderern? Nein, es ist ruhig. Wenn sie da wären, wüsste ich nicht, worauf sie warten. Wenn sie da wären. Wir gehen erstmal den neuen Bogen ausprobieren. Und zwar genau da unten. Ups, was ist das hier? Guck mal, sowas übersieht man die ganze Zeit. Ganzen Kistenrotz. Ah nee, gar nicht wahr. Ach doch, da unten können wir auch. Aber wir können auch. Wo ist das Grab? Oder auch hier vorne irgendwo. Grab. Was ist das denn hier? Kinderspielzeug oder was? Da.
Aber das, ob ich jetzt, bin ich jetzt stärker oder was? Ach, guck mal, da oben ist auch eine Kiste. Ah nee, das ist schon die, das, komm, kletter! War das nicht die, die ich vorhin schon geholt hatte? Ach nee, ist eine neue. Oder eine andere. So, keine neue. 2 von 3 Teilen für den Bogen gefunden. Achtung. Verdammt, das kann ich noch nicht. Mann, ich will das aber können. Wo muss ich hin, um das zu können? Was kann ich damit machen? Wollen wir mal auf die Karte gucken? Geocache. Wo soll ich jetzt überhaupt hin? Ach, da unten. Oh, mein Hund bellt draußen. Der Sack. War, jetzt war ich gerade vom Bellen so abgelenkt. Ist die richtige Richtung? Naja. Aus dem Weg, ihr Krabben. Warum meint er, ich könnte den Bogen gut gebrauchen? Der Bogen macht jetzt nichts anderes als mehr Schaden, oder? Schießen Sie Seilpfeile auf raue Felswände. Ah, okay, das können wir jetzt neu. Wo sehe ich denn? Macht der es von alleine? Warum muss ich das so machen? Ah ne, muss ich so machen. Okay, wir haben also neue Möglichkeiten bekommen zu klettern. Im Grunde genommen wäre das nichts anderes. Die hätten ja da hinten auch ein blödes Seil hinbinden können. Aber vielleicht können wir jetzt andere Stellen erreichen, die wir vorher noch nicht erreichen konnten. Das weiß ich jetzt nicht so genau. So, Lara. Kletter. X drücken. Okay. Okay, Reyes. Ich nähere mich der Endurance. Was genau brauchst du? Alex, da bist du. Wir waren schon besorgt. Ich brauche ein Stemmeisen und den Rest meines Werkzeugs. Sonst gibt's keine Reparatur. Okay, wird gemacht. Lara kommt zu dir. Du solltest auf sie warten. Lara? Nein, nein. Ich schaff das. Ich gehe jetzt rein. Ab jetzt Funkstille. Alex, was machst du da? Was mach ich hier, frage ich mich gerade. Da könnte ich drauf rumklettern. Was bringt das? Nix, oder? Ist da drüben irgendwas? War das... Oh, da war was. Aha. War das jetzt der richtige Weg? War das ein Silber... War das ein cooler, super geiler Weg? Oder war das irgendwie total doof, weil ich da unten 10 Sachen gesehen habe? Das weiß ich jetzt leider nicht. Auf jeden Fall mal eben irgendwie ein bisschen Zeugs bergen und mal ein bisschen hochklettern. Mal gucken, was es hier sonst so gibt. Komm, hüpf. Hüpf. Muss ich doch hochhüpfen können, oder? Ist das sinnvoll, was ich hier gerade mache? Ich habe keine Ahnung. Bäh. Ich wollte noch gar nicht da runter. Was ist überhaupt mein Ziel? Erreichen Sie das Rock? Das Rock. Also da muss ich hin. Okay, also eigentlich bin ich hier gerade total falsch. Oder? War vielleicht doch richtig, ne? Da runterrutschen, ne? Ja, und dann wäre ich hier und dann geht's hier irgendwie so. Doch nicht so falsch. Soll ich noch irgendwas plündern? Oder wollen wir einfach sagen, scheiß drauf? Wir können auch einfach sagen, wir scheißen drauf. Wir können auch einfach sagen, wir fallen überall runter, wo man nur runterfallen kann. Das kann ich nämlich auch hervorragend, wie man gerade wieder feststellt. Da kann man überall hoch, hier kann man überall lang. Ich weiß jetzt nicht, ob das einfach nur alternative Wege sind oder ob das so gemacht ist, dass man... Und was haben Sie gesagt? Was ist da oben los? Irgendeine Frau hat alle Gefangenen befreit und alle anderen umgelegt. Wo zum Teufel ist sie? Ich weiß es nicht. Was ist da alles? Scheiße!
Ey, wieso bist du nicht tot? Na okay, dann nicht, du Penner. Scheiße, wieso war der nicht direkt tot? War doch der Compound-Bogen. Ups, und hier kann man nicht einfach hoch, oder was? Ja, das ist... Ja, da kann man natürlich nicht hochgehen. Das ist viel zu schwierig. Trommeln sind lustig im Hintergrund, oder? Und wisst ihr, was mir und Lara da gerade auffällt? Ja, ihr habt es vielleicht selber schon gerafft. Die Folge ist vorbei. Mensch, die Folge ist vorbei. Schon über 20 Minuten, glaube ich. Denke, das reicht mal für heute. Dann würde ich mich auf jeden Fall recht herzlich freuen, wenn ihr morgen wieder dabei seid, wenn ich irgendwie versuche, da oben hoch zu klettern, den Typ noch zu killen, zum anderen Schiffswrack und so weiter und so fort. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß dabei. Ich sage auf jeden Fall recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und haut rein.